Ja, liebe Shakes and Fidget-Freunde, ich bin gerade noch etwas perplex. Ich habe gerade noch an meinem zweiten Video gearbeitet, um dann leider festzustellen, dass mein erstes Video gestrikt wurde. Wegen Urheberrecht gestrikt wurde. Das erste Video kam ja recht gut an, Das hatte 284 Aufrufe und 36 Likes, was actually insane ist für mein erstes Video als YouTube-Neueinsteiger. Da ein dickes Danke an alle, die mich supportet haben. Aber anscheinend das Lied, was ich im Intro verwendet habe, dieser Gitarrenriff, der steht unter einer Creative Commons License. Das heißt, man kann das zwar verwenden mit Angabe von dem Urheber, allerdings dürfen da keine Derivate verwendet, no derivatives. Das heißt, weil ich das halt mit diesem Intro, mit diesem Bild kombiniert habe, ist das nicht gestattet und wurde deswegen von YouTube gestrikt. Zugegebenermaßen habe ich mich da auch nicht richtig informiert. Ich hätte mir das mit den ganzen Lizenzen und so noch besser durchlesen müssen. War auch mein Fehler, aber es ist halt natürlich einfach ärgerlich. Ich habe mir die Mühe gemacht. Und direkt da so einen Schlag zu erleben, ist erstmal einfach ein blödes Gefühl. Nichtsdestotrotz will ich mich davon nicht entmutigen lassen. Ich werde mein erstes Video nochmal nachbearbeiten, die Musik, die da auffällig war, rausnehmen und das nochmal hochladen, weil ich mir einfach, weil ich das schade fände, wenn das nicht online steht. Nichtsdestotrotz, so ist das nun mal. Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenzen. Möchte mich deswegen aber nicht von meinem Vorhaben abbringen lassen, YouTube über Shakes and Fidget zu machen. Und ja, wir sehen uns demnächst. Peace out.